Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sugar Shack. So, wir müssen jetzt mal gerade ganz kurz gucken. Die neue Öffnung, die haben wir uns ja schon angeschaut in der letzten Folge. Das Problem ist, ich musste im Prinzip auch mal ein Päuschen machen. Und scheinbar ist das hier so, wenn man hier speichert und das Spiel verlässt, dann kommen auf jeden Fall nochmal, also man kommt im Prinzip nochmal neu rein. So. Wir können jetzt hier Sachen verkaufen. So. Huch! Nein! Ich habe meine Kiste da reingeschmissen. Jetzt muss ich das alles mit der Hand tragen. Ich flippe aus. Nein. 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 Ich starte das nochmal neu. So, ich habe den Tag neu gestartet. Nein. Ohne meine Kiste läuft hier schon mal gar nichts. Mein Gott, okay. Also vorsichtig sein mit meiner Kiste. So, ich fände es schade, dass man das halt eben... Wir haben jetzt so einen kleinen Helferling, die man vielleicht irgendwann einstellen könnte, wäre ganz cute. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Holz. Dass hier mal wieder ein bisschen was brennt. So. Aber das mit der Steuerung, das muss ich mir echt noch ein bisschen angewöhnen. So, dann kann hier ein bisschen meine Ahornsirup kochen. Was haben wir hier? Geschlossen. Ach, da kann man hier auch irgendwas kaufen. Wie kann ich das reparieren? Gar nicht. Muss ja jetzt irgendeine Mission geben, oder? Wahrscheinlich einfach, was wollte ich jetzt sagen? Will der so einen Takt bekommen? Nein, okay. Da kommen jetzt unsere Gäste. Okay. Linke Maustaste ist auf jeden Fall der größte Fehler, was man... was man machen kann. Sag mal, ich hab's gerade noch gesagt. Linke Maustaste ist ein Fehler und ich drücke trotzdem drauf. Es ist schon ein bisschen gefährlich hier mit der Kiste an dem Rand. Vielleicht sollte ich doch nochmal vielleicht das Ganze umstellen. Nix mit der linken Maustaste drücken. Nix. Immer erst rechts probieren, wenn rechts nicht geht, links. Das muss ich mir jetzt einfach angewöhnen für das Spiel. Man kriegt auf jeden Fall direkt sein Geld. Schon mal interessant. So. Jetzt haben wir hier wieder neue Post bekommen. Vielleicht müssen wir zu ihr gehen, mit ihr kurz reden. Nee, okay.
Okay. Dann starten wir doch mal. So. Da wird jetzt 100 pro... Genau, Bohnen und das. So, der Apfelsaft, der lässt auch meistens nicht lange auf sich warten. Dann noch ein Dessert. No, nicht wegwerfen. So. Können ja hier nochmal ganz kurz spülen in der Zwischenzeit. Teller. Wenn das Gericht gleich fertig ist, dass wir das gleich aufladen können. Da kam schon der Apfelsaft rein als Bestellung. Komm, das machen wir jetzt schnell auf. Zack, zack. Wie lange dauert denn das hier noch? So, das geht als Nachtisch durch. So, das vergammelte Essen kommt gleich mal weg. Genau, was wollen sie die nämlich haben? Die sind aber schon in Bearbeitung. Feuerholz haben wir zum Glück genug. Ist sie schon mit irgendwas fertig? Nö, ne? Ein Teller, bitte. Ah ja, dann sieht er so braun aus, verstehe. So, kommt jetzt nochmal dasselbe? Gut zu wissen. Gibt es da noch mehrere Tische auch? Dann wird auch gleich nochmal der Apfelsaft bestellt werden. Ich würde das Ganze halt hier gerne mal ein bisschen aufhübschen. Aber ich brauche halt für dem Restaurant Punkte. Der Apfelsaft ist schon mal fertig. Bessere Öfen, dass das halt alles mal schneller fertig wäre, wäre schön. Wir warten jetzt die meiste Zeit wirklich, dass das Essen fertig ist. Oh, Teller kann ich schon mal holen. So. Huch, achso, weil der Tier. Ja, warte. Muss erstmal Platz schaffen. Sehr schön. Dann sollen die mal fertig essen.
So. Ich kann nur die grünen Bäume fällen. Wo ist mein Körbchen? So, man kann nur drei Sachen gleichzeitig dran haben. Die essen immer noch, okay. So. Dann machen wir die Steine mal hier hin. Ab bis 18 Uhr geht's eh nur maximal mit dem Essen. Das muss ich echt aufpassen, ne? So, und jetzt noch mal schön für Holzvorrat sorgen. Oh. Kann ich das doch einfach so hier reintun? Ah ja, okay, geht auch. So, meine heilige Kiste kommt schön wieder mit rein. Sie aufzuschließen. Oh, wir haben noch mal ein paar neue Bäume dazu gekriegt. Was machen wir dahin? Wir gehen Schläfchen machen. Das ist ja nicht der Betrag, den ich so komplett lesen könnte. Ich glaube, das ist in Ordnung. Was ist denn hier? Eine Brücke. Nee, warte. So, mit dem Strauß zu uns. Und sonntags hat eh nichts offen. Hast du mir was zu sagen?
Ich würde halt gerne mal wissen, wo ich noch Extras kaufen kann. Howdy, ich hoffe, dein Tag läuft gut. Habe ich jetzt keine feste Aufgabe als nächstes? Einfach weiter Geld verdienen. Ach hier, ein halber Stern. Ahorntoffee-Tisch. Ahorntoffee, Apfelkuchen, Weltfeld. Keine aktiven Aufgaben. Oh, was ist das? Rezept anstecken. Ach, guck mal hier. Jetzt können wir einen neuen Ofen herstellen. Aus 12 Steinen, 5 Brettern, ja. Ja, aber wo kriege ich Holzbretter her? Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit? Irgendwas im Baum. Dann fällen wir dich halt. Verfügbar im mystischen Atlas. Was ist das? Ich frage mich halt jetzt, wie ich Holzbretter herstellen kann. Sehr geehrte Besitzerin, Zuckerkuchen. Die Ahorn Hanse, optimistischer Grundbesitzer und Unternehmer Ahorn, möchte herzlich zur neu errichteten Ansehensstufe bei Zuckerhüttengeschäft gratulieren. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement haben sich ausgezahlt und wir freuen uns, dass ihr Geschäft floriert. Das heißt, theoretisch, wenn wir das jetzt aufmachen und es läuft. So, es werden als erstes wieder Bohnen sein. Und schon ist was kaputt gegangen. Ich flippe aus. Dann der Apfelsaft. Wir können ja mal gucken, wenn wir rausgehen, ob das dann trotzdem noch. Moment, das Geschäft muss sauber bleiben. Muss dann trotzdem noch angezeigt? Ah ja. Okay, das heißt, wir können theoretisch noch was anderes machen in der Zwischenzeit. Das ist ja schon mal gut zu wissen. 5 Holzbretter. Ich frage mich wirklich, wo wir die herkriegen. Go, go, go. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Oh ja, hier ist so ein Holzding. Kommt dann erst ab dem nächsten Tag dazu. Okay. Das ist schon von Vorteil.
Perfekt, das ist direkt fertig. So, als nächstes wollt ihr wieder gebackene Bohnen. Langsam kenne ich doch meine Meute. Solange das hier läuft, ist optimal. Ich nehme schon mal den schmutzigen Teller ab, ne? Ich will mir schon mal ein bisschen spülen. Ja, die gebackenen Bohnen sind gleich fertig. Ach, man kann es auch noch während des Kochens einfach runternehmen. Das ist auch gut zu wissen. Weil wenn das am Anfang ja, sage ich mal, gut funktioniert. Gut, Dekoration und sowas bräuchte ich halt alles noch, aber... Wenn das, sage ich mal, zumindest schon mal in zwei Ofen kocht, ist das ja gut. 16 Uhr? 18 Uhr? 16, 18 war es schon nicht mehr. Geht's eh nur maximal. Deswegen lassen wir die hier schön essen. So, wieder ein paar Punkte mehr. Die Waffel ist schon fast fertig. Das Karamell. Durch jetzt die Frage, lassen wir noch einen Durchgang durchgehen? Dann machen wir zu. Wir machen zu. Ah, nee. Wir müssen ja noch die Waffeln servieren, wenn die bestellt werden. Ach Gott, okay. Was haben wir denn hier so Interessantes? Kann ich da reingehen? Nö. Hätte sein können. So, jetzt bestellen sie es. So, dann nehmen wir jetzt noch das mit. Die können ja hier essen, das stört mich ja nicht. Ah ne, warte mal. Das sind gar keine Holzbäume, das sind Holzbäume. Leute, denkt dran, immer schön rechtsklick, 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 rechtsklick. Alles mit rechtsklick machen. Nochmal. Solange es noch hell ist, schön was hier machen. Und die Nase juckt, wie immer bei der Aufnahme. So, ich würde sie hier aber jetzt erstmal beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüsschen.